Aber läuft. Moin, na? Willkommen zu einem wunderschöneren weiteren Vlog. Es ist 10.40 Uhr, wir haben ausreichend geschlafen, oder Tobi? Absolut nicht, haben wir nicht. Heute ist das Event von Marius, zum Glück müssen wir uns da nicht körperlich oder geistig irgendwie anstrengen und es wird sicherlich nicht anstrengend werden, mit einer VR-Brille über einen vorgebauten Parcours zu balancieren. Das ist für uns sicherlich nichts Neues und wir haben das alles schon 10 Mal gemacht. Wir gehen jetzt rein, lassen uns zum 70. Mal diese Woche Corona testen. Ich glaube, meine Nase hat wirklich noch nie so viel reingesteckt bekommen, Alter. Ich glaube sogar, keine Ahnung, Alter, Montana Black hat in seiner Hochzeit weniger in der Nase gehabt als ich diese Woche. Mehr Leos wäre dein Pin, oder? Mehr von denen. Tobi, wir gehen einfach rein. Filmst du mich jetzt im Blog? Was? Filmst du mich jetzt im Blog? Nee, ich bin Fotografin von mir. Okay. Kannst du mal gucken? Ich nehme mal Bier. Perfekt, danke dafür. Kein Ding. Hey. Ja? Hallo. Was? Warum lachst du jetzt? Warum nicht? Bist du gestern bei der Polizei aufgenommen worden? Ich möchte dazu kein Statement sagen. Haben die auch dich aufgenommen? Nein, nicht mich. Okay, sondern? Ich war live dabei. Toni wurde überfallen. Anders. Oder anders. Ich hab den Rhythmus. Digga, wir kommen hier rüber. Guck mal, hier sind so zwei Matten, Baby. Lass der kämpfen. Komm, lass fighten. Komm, lass fighten direkt. Komm, lass fighten. Komm. Von wegen. Oh. Genug Sport gemacht. Okay, so, das war Vlog kommt genug. Meter noch fallen aus dem Nike da. Ich bin tot. Komm, Toni, komm, lass fighten. 1, 2, 3. Oh, ist das geil. Ich stehe, wenn ich bin noch tot. Ich nicht. Ey, das war genügend Sport für den ganzen Tag. Hallo, es ist ein Traum. Ich lieg neben dem einzig wahren. Ja, der war ja verriegelte Cutter. David. Alter. Allerwichtigste Regel zuerst, nicht, auch wenn es um Zeit geht, jeder hält sich daran, nicht rennen. Ich hab's hoch, das passt es. Sehr gut. Achtung, Feuer. Komm, fight mich. So, guten Morgen, Gesundheitsamt Köln. Ich möchte gerne einmal die Fingernägel kontrollieren und gültige Impfpässe sehen. Dazu gerne noch einmal vielleicht unter die F*** schauen. Und Pommes. Und ich hätte gerne Pommes dazu. So, mein erster veganer Burger. Bin ja Fleischesser. Schauen wir mal. Hast du den veganen Burger? Ist sehr lecker. Der ist übergeil. Der ist hast übergeil. Du scharfe Soße? Ja. Geil, oder? Ich würde dir einen blasen. Ich würde den auch mal probieren. Okay, da hol dir einen. Darf ich nicht. Er meinte, erst müssen wir alle einkriegen. Jo, liebe Freunde, lass mal ein Abo da. Sehr gut. Moin. Warum liegt hier ein Megafon rum, Digga? Danny hat einen kleinen Schniedel. Machen wir hier? Reines Berghain. Alter, dangerous. Bro, Monte, können wir ein Foto machen? Monte! Hey, wir machen gerade eine Suchaktion, warte. Steh mal. Das war knapp, aber geil. Ich kann das nicht. Oh, hilf mir mal raus, bitte. Oh, bitte. Hilf mir mal bitte raus. Oh, bitte, hilf mir raus. Hilf mir bitte raus. Okay, komm schon, Mann, ich helfe dir. Man muss sich beleuchten. Du schaust mit deiner Hand. Gib mir deine Hand. Hey, Jungs, ich hab 45 Minuten. Ich hab's nicht verloren, hast du. Ich dachte, es war ein Witz. Ich dachte, es war ein Witz. 45 Minuten. Oh, nein. Hilf mir. Nein, das ist kein Cap. Wer ist das? Oh, Alter, Paul, warum hast du mich rausgezogen? Ich dachte, du sollst nicht retten. Du sagst, es ist deine Füße, du kriegst keine Luft mehr, keine Ahnung. Aber doch, der Preis sieht anders geil aus. Das ist so krass. Nicht anfassen. Stand das da? Ja. Sieht so geil aus, oder? Das sieht krass aus, ja. Ist es echtes Schein? Nicht anfassen. Und ansonsten seid ihr nicht verkabelt. Wenn ich dann zum Beispiel sonst mit Revi sprechen wollen würde.
Halte ich eben Maike. Okay, Leute, pass auf, es geht jetzt in wenigen Minuten geht's los. Zwei Minuten noch. Ist gerade hier so eine richtig geile Stimmung. 50.000 Zuschauer. Wie viele Zuschauer sind's? 70.000. 70.000 Zuschauer, Alter. Das ist insane. Wir knacken die 100. 74.000. 100k Viewer werden auf jeden Fall heute hier erreicht werden. Es ist richtig, richtig krass, was Marius auf die Beine gestellt hat. No joke. Das ist insane nice. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ist so voll der coole, voll das geile Ding, weil je mehr solche geilen Events auf Twitch stattfinden, umso nicer ist der Content auf Twitch, umso geiler ist es für den Viewer. Und ich finde das überkrass. Das ist ein großes Investment hier. Alles sehr professionell aus. Das ist alles 100% sicher. Wir haben hier Sanitäter. 80k Viewer. Das ist insane. No joke. Das ist wirklich krass, krass, krass. 55 Sekunden geht's los. Das Intro wird insane. Ich zeig's euch gleich. Das Intro. Ey, Ruhe. Das Intro wird insane. Wenn du so dran kommst, ich einfach so nach oben zu schauen. Stay. Level, dem größten Virtual Reality Experiment in Deutschland. Was geht los, ey? Das war mein Opening, oder? Okay, erster Run von Gnu, übertrieben. Sie ist so OP, sie ist so overpowered. Oh, Rini, Vorsicht! Oh mein Gott! Yes! Yes! Got it! Oh mein Gott, Revi, Alter! Ja, was soll ich sagen? Ich bin hingefallen, wa? Sah es cool aus? Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur Rumsen gehört. Ja, ich bin richtig aufs Maul gefallen. Es war eine leichte Drehung drin. Es war ein kleiner Twist drin. Hast du schon mal darüber nachgedacht, sowas professionell zu machen? Hab ich früher. Was denn? Ich war noch Poker-Kommentator. Nee, ich meine irgendwas maybe im Bereich TV oder sowas, irgendwas so. Kommentieren? Ja. Oder, weiß nicht, eine Show oder so. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, ja. Mein Studio ist nebendran. Echt jetzt? Wir sind hier am gleichen Dings. Gehen wir gleich noch rüber? Machst du eine Studiotour? Ich kann mit dir rein. Kannst du mich Backstage aber nicht nehmen? So viel. Ich kann reingehen, wenn du willst. Kann ich willst Backstage du? Mit dir? Ja. Sollen wir gleich mal Backstage mit Knossi? Willst du das? Statement zu dem Kuss. Ich habe gesehen, du hast Revi geküsst. Ja, war sehr nice. Wie waren seine Lippen? Gute 15 cm weg von mir, aber ja. Ich war gerade mit meinem Lieblingsvideo bei Trimax im Bällebad und wie war die Erfahrung für dich? War mega geil. Ja? Antonio, du bist im Finale, ne? Wie fühlst du dich? Gut, cool and win. Vielleicht noch nicht, man weiß es nicht. Ah, normal. Hallo. Wir machen das gut. Die haben das oft gemacht. Und sie sind wieder da. Da, wo bei mir gerade beim Pupsen lag, mitkam, da rennen sie. In What the fuck? Alter. Dave gerade mit einer insane Zeit ist das Finale. Team Reef gegen Team Papa Platte. Dave hat gerade mit 15 Sekunden, glaube ich, was zu sagen. Ey, hast du gesehen, der ist vorne hochgesprungen und hinten wieder angekommen. Digga, das ist insane. Ey, jetzt geht's um die Eier, ne? Jetzt geht's ja um Kevin sein. Kevins Eier. Also wenn Kevin da heute verkackt hat. Peinlich, wir müssen jetzt gucken. Jetzt kommt der große Sieger, Junge. Jetzt stellt sich heraus, Deutschland sucht den Superrunner, gewonnen hat. Und ich würde sagen, den absoluten Next Level Shit. Runde. Runde 2! Was? Runde 3!
großen Shoutout an Marius, das Ganze ist insane. Ich würde sagen, das war's für ein wunderschönes Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall Marius aus. Auf jeden Fall der Stelle raus.